In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts hatte ein kleiner, etwa vierjähriger Junge wiederholt ein ganz besonderes Erlebnis. Er läuft über eine weite Wiese, während in der Ferne ein Zug vorbeifährt. Ich zitiere: "Ganz leere Wiese, nur der Zug am Horizont. Gar nicht mal so weit, aber in dem Augenblick bildet er den Horizont als Linie. Der Zug hält an, es steigt ein Herr aus, ganz schwarz gekleidet, mit einem Zylinder auf, kommt auf mich zu und sagt: Ich habe es versucht mit meinen Mitteln, versuche du es nur aus deinen Mitteln. Das war alles." Zitat Ende. Der kleine Junge war Josef Beuys, der schwarz gekleidete Herr mit dem Zylinder war Rudolf Steiner.